5, Tag 4. Gott aber sei Dank, der uns in Christus alle Zeit im Triumph einherführt und den Duft seiner Erkenntnis durch uns an jeden Ort offenbar macht. Denn ein Wohlgeruch Christi sind wir für Gott in denen, die gerettet werden, und in denen, die verloren gehen. Für die einen ein Duft aus dem Tod zum Tod und für die anderen ein Duft aus dem Leben zum Leben. Und da hat mich besonders angerührt und wirklich sehr zum Nachdenken gebracht. Wer ist nach deiner Erfahrung der Gefangene, Christus oder du? Wer feiert den Sieg? Wer ist besiegt, du oder Christus? Viele von uns müssen zugeben, dass fast immer Christus, unser Retter, durch uns besiegt und gefangen genommen worden ist und zu unseren Gefangenen im Triumphzug unseres fleischlichen Sieges wurde. In sehr vielen Dingen und in fast allen Dingen sind wir nicht durch Christus unterworfen oder besiegt. Es kann sein, dass unser Wille, der menschliche Wille, der Eigensinn nie besiegt worden ist. Wir sollten darüber nachdenken, ob unser Verlangen von Christus besiegt worden ist oder nicht. Einerseits bist du jemand, der den Herrn sucht, aber andererseits bist du ein Gegner Christi. Und das ist also wirklich ganz, ganz was mir wirklich zum Nachdenken angeregt hat. Wir alle müssen erkennen, dass wir als erstes überwunden werden müssen. Wir müssen überwunden werden. Wir müssen besiegt sein und aus der Tiefe unseres Seins beten. Und dieses Gebet will ich zu meinem täglichen Gebet auch noch machen. Herr, besiege mich, sei mir barmherzig und lass mich nie, nie, nie den Sieg erringen. Herr, halte mich besiegt. Herr, halte mich besiegt. Amen. Und ich muss sagen, mich, das war auch die Stelle, die mich am meisten betroffen gemacht hat. Und mir ist jetzt so klar geworden, wenn Jesus sagt, den Überwindern will er Leben geben. Was heißt denn das? Da, wo wir ihn lassen, wird er Leben geben können. Er, der lebende Geist, soll Raum nehmen. Und ich finde es gewaltig zu beten, Herr, besiege mich. Lass mich nie den Sieg erringen und halte mich immer besiegt, Herr, damit ich zu einem Überwinder werden kann, dem du Leben geben kannst und der anderen Leben geben kann, dass durch mich das Leben fließen kann. Amen. Ja, das war auch genau die Stelle, die mich besonders angesprochen hat in dieser Woche. Herr, besiege mich. Das muss einfach unser tägliches Gebet sein. Besiege all mein persönliches Verlangen. Besiege all meine Gebetsanliegen und mir zwickt's hier und mir zwickt's da. Bezwinge all das, besiege all das, Herr Jesus, damit deine Menschlichkeit, damit deine Göttlichkeit, damit deine Heilung, deine Person aus mir herausstrahlen kann. Besiege alles, was in mir ist, Herr. Okay. Also mein Wort war Tag 3. Das Wort Gottes ist ein Weizenkorn. Teilt Gott als Leben in uns hinein aus, um uns zu nähren. Ich habe das als ganz eine positive Nachricht empfunden und preist den Herrn dafür. Er teilt sie in uns aus mit etwas, was aufgeht, was Frucht bringt. Sein Wort bringt Frucht in uns. Und das ist für mich diese Botschaft, wo ich sagen muss, diese Ernte, die einfahren kann, wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige jeden Tag, diese Ernte, die ich einfahren kann, wenn ich versuche, nach dem Wort zu leben, wenn ich es ernst nehme, wenn ich mich danach richte. Das ist die positive Nachricht überhaupt. Und ja, was gibt es eigentlich Schöneres, dich nur mit positiven Dingen zu beschäftigen und so einen enormen Wachstum damit zu haben. Amen. Geschwister, mich hat Tag 6 berührt, wo wir die Herrlichkeit des Herrn im Angesicht Jesu Christi betrachten. Das wird verglichen mit der Fotografie, das wird verglichen damit,
dass wir eine offene Linse haben, in die das, was außen ist, wie beim Fotografieren in uns hinein als Film abgebildet wird, abgelichtet wird. Also zweiter Grund dafür, 4.4 ist eine Art geistlicher Fotografie. Wenn aber die Linse der Kamera bedeckt ist, gibt es für das Licht keinen Weg, in die Kamera hineinzuscheinen. Und es steht dort, wenn sich das Herz zum Herrn hinwendet, dann wird der Schleier weggenommen. Und Bruder Witness Lee hat es erklärt, dass dieser Schleier eigentlich unser Herz ist. Wenn unser Herz sich richtig nach Gott justiert, ist der Schleier weg, ist die Linse offen. Und dann haben wir ein unverschleiertes Angesicht. Das ist die Kamera, die für das Schein des Lichts geöffnet ist. Und dann haben wir Gottes Abbild in uns hinein, wird es hineingeprägt durch das Scheinen. Und wir haben einen offenen Verstand. Das ist nämlich so, dass man sagt zwar, wir sollen die Bibel nicht mit dem Verstand lesen, aber wenn wir sie nicht durch einen offenen Verstand verarbeiten, der Geist greift nicht ganz direkt zu. Also wir müssen schon die Worte zu Sinngebilden formen durch unseren Verstand. Also es ist nicht alles irrational. Es hat schon eine gewisse Rationalität, dass wir den Satz lesen, dass wir den Satz auch verstehen, dass wir ihn auch als Inhalt verstehen. Aber der Verstand ist letztlich im Dienst unseres Geistes und ist eigentlich wie so ein Vorbote, der das weiterleitet an unseren Geist. Und so kommt das Scheinen durch unseren offenen Verstand in uns hinein. Und das ist wunderbar. Dieser Schatz, der innewohnende Christus in uns, den irdenen Gefäßen, ist die göttliche Quellung der Versorgung für das Christenleben. Amen. Ich habe Tag 2, das hat mich sehr beschäftigt. Wir sind gerufen in seinen Dienst, aber dieser Dienst des Herrn ist wie das Blasen der Posaune, damit die Armee, die in den Krieg zieht, eine Angelegenheit ist einer Schlacht. Also wenn wir tun etwas Ernsthafteres, als irgendeine Schlacht auf dieser Erde zu schlagen, denn wir kämpfen gegen den Feind, Satan. Und die Gemeinde ist die Armee Gottes. Sie ist nicht nur eine Gruppe von Menschen, die zusammenkommen. Die Gemeinde ist eine universale und göttliche Armee für die, die in Gott im Universum gegen seinen Feind kämpft. Amen. Bei dem gleichen Tag hat mich das mit der Armee sehr angesprochen und vor allem dieser Kampfgeist. Und diese Geschlossenheit im Kampf. Wenn keine Geschlossenheit da ist, dann schreibt er so, da können wir den Kampf verlieren, die Schlacht verlieren oder sowas. Und das auch Kleinigkeiten. Und ich habe mal einen Eindruck bekommen für die Gemeinde, wir stehen alle in einer Reihe und gehen Schritt für Schritt alle nebeneinander. Und das sind ganz viele, eine Riesenreihe nebeneinander. Wir gehen Schritt für Schritt vorwärts. Und wenn einer jetzt aus dem Schritt kommt, dann klappt es alles nicht mehr. Wenn jeder Schritt für Schritt weitergeht, dann klappt es. Und diese Einheit und diese Geschlossenheit, die begeistert mich. Amen. Amen. Peter, hast du was, was du angesprochen hast? Das wäre Tag 5. Ihr seid unser Brief. Hineingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen, da ihr offenbar werdet, dass ihr ein Brief Christi seid. Und da haben wir angesprochen, Christus mit dem Geist des lebendigen Gottes ist in jedem Teil von uns. Also sowohl in unserem Gewissen, Teil unseres Geistes, als auch unserer Seele, also Verstand, Wille und Gefühl, unser eigenes in das Seins ist es der Brief hineingeschrieben, zu einem lebendigen Brief, damit er in uns zum Ausdruck kommt und nicht nur für uns, sondern von anderen gelesen wird. Amen. Also, ich habe das gleiche Thema, eine Woche, Tag 5, und es ist einfach gewaltig, wie er da drin schreibt, aber mir andere dienen, dann wird in so ihr Herz das innig geschrieben, aber auch gleichzeitig in unser Herz. Und wir sind dadurch durchgehend mit der Person verbunden, egal ob die Person jetzt da ist oder, keine Ahnung, in anderen Kontinenten sind oder nicht.
Und wenn man sich das bildlich vor Augen stellt, ist es wahnsinnig, weil wir, glaube ich, dienen brutal viel und brutal viel in verschiedene Art und Weisen. Und ja, und was ich auch voll interessant gefunden habe, ist, dass der Geist die Tinte ist. Amen. Und eigentlich die Tinte dadurch besteht, dass die Zusammensetzung von Element für Christi, also wie er ist, was er getan hat und und je mehr wir ins ausstrahlen oder je mehr wir andere Leute dienen, desto mehr werden wir verwandelt und können so durch Christi zum Ausdruck bringen. Amen. Amen.